Hey, Namaste und herzlich willkommen, du Lieber oder du Liebe, meine sehr verehrten Frequenzpushers und Pusherinnen. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ich stelle mir mal vor, dass ich dir direkt in die Augen gucke, wenn du jetzt das Video anschaust. Und ja, ich muss auch sagen, ich vermisse dich, ich vermisse das hier. Die Arbeit, es wird ja doch eher zur Seltenheit, aber dafür ist es jetzt umso mehr was Besonderes, dass ich mal wieder ein Video für dich aufnehme. Und zwar möchte ich gerne über Leben in der Gemeinschaft sprechen. Ich denke, dass es für viele ein sehr interessantes Thema ist. Ich merke, dass da ganz, ganz viele Leute sind, die sich das wünschen, die dort vorhaben, mit anderen Menschen in der Gemeinschaft zusammenzuleben. Spirituell, permakulturistisch, selbstversorgermäßig auf einem Bauernhof, was es auch ist. Menschen vereinen sich, Menschen mit gleichen Interessen suchen sich, bilden Gruppen, denn ich denke auch, dass das jetzt in der neuen Zeit einfach dran ist, dass wir hier co-manifestieren, dass wir unsere Kräfte zusammenbringen und sie dadurch potenzieren, um hier einfach noch weil es ist eben sich nicht nur aufsummiert, sondern eben potenziert. Kleines Intro-Video und dann erzähle ich mal über meine Erfahrungen und meine Tipps an dich, was zu beherzigen gilt, bevor man diesen Schritt macht. Bleib dran! So, Leben in der Gemeinschaft, auf jeden Fall eine aufregende, spannende Reise, die man da unternimmt. Vielleicht erstmal vorab zu meinem aktuellen Trend. Das war jetzt nicht für diejenigen, die jetzt das Video anschauen und sich denken, ich habe jetzt Bock, in eine Gemeinschaft zu ziehen und damit will ich dich überhaupt nicht ausbremsen. Ich halte sehr viel davon, in eine Gemeinschaft zu ziehen und kann dir eben auch aus meiner Erfahrung heraus sagen, weil ich jetzt 2 Jahre in der Gemeinschaft gelebt habe, worauf es da ankommt, aus meinem Verständnis. Genau, aber nur für meine schon längeren Zuhörer, nur dass ihr Bescheid wisst, was bei mir so abgeht. Ich werde gegen Ende des Jahres von Emmersacker, wo ich aktuell wohne, mit dem Permakulturhof wieder nach München zurückziehen, wo man vielleicht sagt, das kann nämlich dein Herz sein, du hast das schönste Leben, was es gibt dort draußen in der Natur und eigenes Gemüse, riesen Bauernhof und liebevolle Menschen. Nichtsdestotrotz, es hat sich alles etwas anders entpuppt, als wie man sich es vorgestellt hat. Genau darauf möchte ich nämlich gleich auch zu sprechen kommen. Jedenfalls ziehe ich zurück nach München mit meiner Freundin zusammen, voraussichtlich schon im November. Und genau, ab dem Zeitpunkt werde ich auf jeden Fall wieder mehr Zeit für euch haben. Habe auch vor, da wieder viel mehr Fokus drauf zu legen, denn es war jetzt einfach durch mein Leben in der Gemeinschaft so, dass ich auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt habe und keine Aufgabe, würde ich mal sagen, so ganz gerecht geworden bin dadurch gleichzeitig, weil der Fokus gefehlt hat. Ja, ich habe jedenfalls vor, in Zukunft jeden Sonntag einen Live-Chat zu schalten, wo wir uns also austauschen können, wo ihr mir direkt Fragen stellen könnt, um da mal ein bisschen mehr Fahrt reinzubringen und auch damit ich einfach mal ein bisschen mehr von euch mitbekomme, weil ich meine, da sitzen so schöne, strahlende Wesen auf der anderen Seite hier vom Bildschirm und in den Kommentaren merke ich es ja immer wieder, dass da könnte ein richtig reger, wundervoller Austausch, ein wundervolles Netzwerk kreiert werden und das würde ich gerne dann wieder mehr in die Hand nehmen. Genau. Also da könnt ihr euch zumindest auf freuen und genau, jetzt mal dazu, wie sieht Leben in der Gemeinschaft aus? Was gilt es dort zu beherzigen, bevor man diesen Schritt macht? Denn es ist ja doch so, dass wir oftmals in unseren Gedanken sind wir frei, dort können wir Welten kreieren und
dass die Vorstellung doch oftmals romantischer ist als die tatsächliche Realität. Und das muss nicht so sein, das muss nicht so sein, wenn man von vornherein mit einer gewissen Reife, mit einem gewissen Bewusstsein dort an die Sache rangeht. Bei vielen Gemeinschaften scheitert es daran, dass sie überhaupt keinen Raum haben. Also das ist natürlich immer der erste große Schritt. Aber bevor du dich nach einer geeigneten Immobilie oder was umsiehst, das aller Wichtigste ist die gemeinsame Ausrichtung. Such dir wirklich, und wenn das ein Jahr oder Jahre sogar dauern mag, such dir ganz, ganz sorgfältig die Menschen aus, mit denen du diese Gemeinschaft gründen möchtest. In jederlei Hinsicht, in Spiritualität, in Ernährung, in Raumaufteilung, wie ja, vielleicht auch Hobbys und Interessen. Was genau, also stell dir erstmal die Frage, was genau wünsche ich mir, was genau brauche ich, damit es mir gut geht? Was möchte ich mit meinen Mitmenschen teilen? Wie viel Raum brauche ich für mich? Wie viel Intimsphäre zeige ich in der Gemeinschaft? Was, also wirklich so penibel, wie es überhaupt nur sein kann, so richtig meinetwegen mit Stock im Arsch, wie wäre deine absolute Idealvorstellung? Hinterher, es wird so oder so dazu kommen, dass man irgendwo gewisse Kompromisse eingeht, aber das kann also auch auf ein Minimum begrenzt werden, wenn du ein Fundament kreierst, zumindest aus, ich meine, je nachdem, welche Dimension auch die Gemeinschaft haben soll später. Wenn das jetzt 10 Leute sein sollen oder 50. Es ist also ganz wichtig, das weiß ich auch aus Erfahrungsberichten aus dem ZEC in Berlin oder dem Findhorn, Damanhur, es gibt immer im ZEC, da kommen ganz viele junge Leute, versuchen dort wieder Anschluss zu finden und gehen oft wieder. Die wirklich bleiben, ist das Kernteam, die dort seit Jahrzehnten sind, weil die sich so aufeinander abgestimmt haben, die dieses gleiche Wertesystem leben und quasi, ja, da steht ein, auch wenn man es vielleicht im Außen nicht sehen mag, die Dinge, die du auf der äußeren Ebene siehst, sind grundsätzlich immer erst die allerletzte Auswirkung, wenn sich es auf der materiellen Ebene manifestiert hat. Dahinter stehen riesige andere Energien, die wirklich diese Materie lenken und formen. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass du viel Zeit mit diesen Menschen verbringst, mit denen du zusammenleben möchtest, intensiv, herzoffen, ganz nah zusammenleben möchtest. Das wird deine Familie sein und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr schaut, dass ihr auf ein gemeinsames Ziel zusteuert. Es ist überhaupt das Allerhöchste, sich ein hohes Ideal zu setzen. Am besten alleine für dich, aber dann im Kollektiven. Das ist wirklich das, was das Feuer im Ganzen lebendig hält. Das ist das, was das Ganze trägt. Du kannst es wie so ein lebendiges Wesen ansehen, dieses Ideal. Das ist das, was die ganze Gemeinschaft durch und durch antreibt. Weißt du, wenn du eine große Idee hast, wenn du für was lebst, für was einstehst, das hat, was da für eine Power drinsteckt. Und wenn du das dann noch mit deinen Liebsten, mit anderen wundervollen Wesen teilen kannst um dich herum, dann hast du wirklich gewonnen. Deshalb, das ist also mal das Allererste. Ich bin da, muss ich sagen, relativ naiv rangegangen und habe einfach geschaut. Ja, ich kannte ein paar Leute, die da waren, einer meiner besten Freunde und Freundinnen, in meiner ersten gemeinschaftlichen Erfahrung. Und ja, da ist es daran gescheitert, dass quasi der Grundbesitz nicht gleichmäßig aufgeteilt war. Insofern gab es einen, der quasi das Sagen hatte, weil ihm die Sachen gehört haben. Also ein Großteil, und dadurch haben sich Hierarchien gebildet. Und das ist also ein zweiter großer Punkt, dass ihr finanziell gucken solltet, dass jeder finanziell selbstständig ist, unabhängig ist, dass dort keine komischen Verstrickungen stattfinden. Wenn es einem gehört, das wird langfristig scheitern, die meisten Gemeinschaften dann am Geld, weil keines da ist, weil es innerhalb dessen zu Konflikten kommt, weil einer kein Geld hat und so weiter. Deshalb
ist es super sinnvoll, wenn das gleichmäßig in dem Falle ja irgendwo nicht sozialistisch, sondern nicht so alles teilen, jedem gehört alles, sondern dass tatsächlich jeder sich dort einkauft, halte ich für die sinnvollste Herangehensweise. Natürlich ist es schwierig für viele. Viele, die in der Gemeinschaft leben wollen, haben kein Geld. Ich würde auch nicht behaupten, dass es so sein muss in Zukunft. Ich denke, dass dieses Wirtschaftssystem, das wir haben, auch sehr marode ist. Dieses ganze System ist dem, ja, stürzt und fällt nach und nach in sich zusammen mehr und mehr. In der neuen Zeit wird es vielleicht anders aussehen. Für den aktuellen Augenblick halte ich das für sehr sinnvoll so. Ja, wenn man es nach Känguru-Chroniken sagen möchte, mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Aber doch, es ist einfach wichtig, dass es klar ist, klar aufgeteilt ist und nicht so wischiwaschi schwammig, weil dann, ja, und viele, viele Menschen einfach, mögen sie noch so spirituell sein, haben einfach sehr komische Beziehungen zu Geld. Und deswegen sollte dieses Thema glasklar fundiert dargelegt sein. Bring so viel, und wenn du dich lächerlich fühlst, diese Dinge anzusprechen oder aufzuschreiben, schreib es trotzdem auf und kommuniziere es auch. Es ist so eine Regel, es gibt nicht zu viel Achtsamkeit und es gibt auch nicht zu viel Kommunikation. Lieber einmal zu viel gesagt, also gerade das Thema, du musst sprechen ohne Ende. Also Kommunikation ist so, so wichtig, und das ist also auch nicht meine Stärke, und da durfte ich also auch sehr viel lernen in Sachen Grenzsetzung und in Sachen meine Bedürfnisse klar äußern. Das ist im Grunde, geht das ineinander über. Also da kann man sehr, sehr viel lernen im Zwischenmenschlichen, dort miteinander recht zu kommen und auch dich dadurch selber natürlich weiter und besser kennenzulernen, weil du durchaus sehr oft getriggert werden kannst in vielerlei Hinsicht, wenn du eine Erwartungshaltung hast oder dir wünschst, dass der eine oder der andere, die eine oder andere so agiert und sie macht das genaue Gegenteil oder einfach Anteile trägt, die mit dir schwingen und in unschöne Resonanz gehen. Da hast du also super viele Spiegel. Gleichzeitig auch, wenn es dir schlecht geht, hast du eigentlich immer jemanden, der dir freundlich zulächelt. Also ich denke, das gemeinschaftliche Leben für mich außer Frage, ein spirituelles, gemeinschaftliches Leben, bietet wundervolles Wachstumspotenzial, und das, was das Ganze im Kern zusammenhält, ist die gemeinsame Ausrichtung. Also für mich geht ohne Gott oder wie du es nennen willst, die Quelle, diese gemeinsame Ausrichtung auf das Höchste, ohne das würde mir für mich gar nichts gehen, und das habe ich quasi irgendwo missachtet, beziehungsweise hatte ich immer das Bild oder die Vorstellung, das Verständnis von den Leuten, die da sind, dass diese Spiritualität einen sehr hohen Stellenwert genießt. Und das war einfach nicht so. Und deshalb war für mich von Anfang an klar, dass ich dort nicht langfristig Wurzeln schlagen kann. Und das ist also mitunter auch ein Grund, weshalb das Ganze jetzt für mich zu Ende geht. Und also einer von mehreren, ich will es jetzt nicht ganz darlegen, sonst wird das Video einfach zu lang. Vielleicht erzähle ich es in einem anderen Video nochmal, wenn es euch interessiert. Genau. Ich denke, wenn du Gott oder die Quelle allen Seins, ich würde nicht sagen, dass du sagst, ich bin es selber, wir alle sind Teil des Göttlichen, sind wir, auf jeden Fall, aber solange das nicht dein Bewusstseinszustand ist, solange würde ich auch dir nicht empfehlen, zu sagen, ich bin Gott. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Genau, denn es gibt, solange du nicht in der Lage bist, diese Schöpfung alleine in all seinen Nuancen und Atomen selber auf die Beine zu stellen, solange bist du nicht Gott. Also solange brauchst du dir nichts vorzumachen. Wenn du nicht in der Lage bist, all deine Zellen selber zu regulieren, alles, was in deinen Billionen von Zellen jetzt aktuell stattfindet, solange bist du nicht wieder eins mit Gott, weil du es einfach nicht kannst aktuell. Also vielleicht kannst du es, dann kannst du es auch behaupten. Und du weißt es auch ab dem Zeitpunkt, wenn es soweit ist. Genau, also
Ich meine, dass wenn du diese gemeinsame Ausrichtung aufs Höchste hast, dann wird diese Gemeinschaft automatisch zu Gold. Dann wird alles dort, dann wird dort astreine Ernährung stattfinden, dann wird dort Fülle reinfließen, dann wird das also Wogenweite, wird sich ausbreiten, Menschen anziehen und es wird einfach nur lichtvoll, göttlich, wunderschön. Und das werde ich in Zukunft nochmal angehen, aber jetzt gerade ist erstmal der Schritt, wieder Luft zu holen, den Fokus auf mein Wirken, auf meinen Dienst an der Welt auszurichten. Und dann wird dieses Projekt irgendwann wieder in Zukunft herangegangen. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Also gemeinsame Ausrichtung, caste die Leute, schau wirklich, fühl den auf den Zahn und mach Urlaub für eine Woche oder zwei oder mehrere Wochen mit den Leuten, weil die Schattenseiten von den Menschen kriegst du erst dann mit, wenn du wirklich 24/7 mit denen Zeit verbringst. Wenn du dich einmal in der Woche mit denen für ein paar Stunden triffst, dann ja, kann man diese Seiten sehr gut verbergen und das macht jeder ganz unbewusst oder meinetwegen auch bewusst. Genau. Also nimm dir dafür viel Zeit. Schaut, dass dies mit den Finanzen gut geklärt ist. Schaut dann natürlich auch, wie ihr euch aufrechterhalten möchtet. Ja, denn es gibt 1000 verschiedene Formen. Und was ich noch sehr empfehlen kann, ist das Buch Eurotopia. Da sind alle Gemeinschaften in ganz Europa aufgelistet, von zwei Menschen bis zu, was weiß ich, über 100 oder mehreren tausend. Alle Formen, Farben, Variationen, dort findest du alles. Da findest du sicher auch die Gemeinschaft, die dir zuspricht. Ob das jetzt Pferdeliebhaber sind oder Kleingärtner oder Astronauten, keine Ahnung. Da gibt es wirklich, gibt sehr viele mittlerweile und wird auch noch weiter wachsen. Das Buch kann ich also sehr empfehlen. Das wird jedes Jahr neu aufgelegt. Viel Spaß, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg, auf dass du die für dich passende Gemeinschaft findest, wenn das ein Thema für dich sein sollte. Ansonsten so oder so wünsche ich dir was ganz, ganz Wundervolles, dass du weiter und tiefer in Kontakt kommst, in deinen Herzensraum, dich festigst, deine Freude nicht mehr im Außen suchst, sondern im Innen findest. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, euer Filipovic, ciao.